Wenn zum Beispiel der kopfballstarke Vorstopper Stelzer sich in den Angriff einschaltete, wurde Kiel sogar noch torgefährlicher. Stelzer lief sofort wieder ins Abwehrzentrum zurück. Dafür sorgte dann Libero Jochen Aido, Nummer 5, für weiteren Kieler Angriffsschwung. Und Aido machte deutlich, dass auch die kämpferische Seite stark betont wurde. Die entscheidende Szene für Holstein Kiel läuft über Mittelfeldspieler Jort, der Hansen bedient und der sich dafür gekonnt bedankt. Das wichtigste Tor der Schleswig-Holsteiner noch einmal aus anderer Perspektive. Drei Berliner können Hansen am erfolgreichen Torschuss nicht hindern. Ein erlösender Treffer nicht nur für das Publikum, sondern auch für die Kieler Spieler. Denn jetzt erst nach 30 Minuten legte sich die Nervenspannung, die Nervosität. Die Chancen zum zweiten Treffer waren vorhanden, doch die Latte stand diesmal einem weiteren Treffer im Wege. Die Wiederholung, wieder unterstrich Stelzer seine Torgefährlichkeit und das als Vorstopper. Stelzer jetzt am Ball. Beifall und Hochstimmung zur Halbzeit auf den Ringen, denn zu diesem Zeitpunkt reichte bereits das einzige Kieler Tor für den Aufstieg. Dass kein zweiter Treffer fiel, lag zum einen nicht nur an den Kielern, sondern vor allem am Torwart Schulz, der sich durch gute Stellungsspiel und ausgezeichnete Reaktion hervortat. Die Berliner Abwehr zeigte sich außerdem recht kompromisslos. Hatte zwar noch eine Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch wieder verhindert die Latte einen Treffer. Dann diese Szene, Haltenhoff wird vor der 16-Meter-Grenze gefoult, für Schiedsrichter Niemann war es bereits im Strafraum, also 11 Meter. Eine Fehlentscheidung, die sich nicht auswirken sollte und auf den Spielverlauf keinen Einfluss mehr nahm. Sicherlich hatte Schiedsrichter Niemann zudem eine etwas ungünstigere Perspektive. Trotz des verschossenen Elfmeters konnten die Kieler jubeln. Das 1:0 über Wacker 04 Berlin reichte zum Aufstieg in die zweite Bundesliga. Kiels Trainer Gerd Koll, der diese Elf von einem potenziellen Absteiger der Amateuroberliga Nord in nur 2 Jahren in die zweite Bundesliga führte, wird das Training der Holstein Elf nicht mehr leiten. Gerd Koll nennt die Gründe. Die Gründe sind einfach.